ihr Lieben, wie bereits gesagt, jetzt zeigen wir euch unseren Camper. Das ist das Prachtstück von vorne. Kommt mit, ich zeige euch die ganzen Details. Das hier ist irgendwie Luft, wenn man die Heizung an hat, ist auf jeden Fall eher ordentlich Betrieb. Hier wird das Wasser nachgefüllt. Der Eingang, den zeige ich euch gleich natürlich nochmal ganz genau von drin. Und das ist der Kofferraum. Das ist das Besondere, ihr seht jetzt schon ein bisschen davon. Aber erstmal hier unten, das ist der Kofferraum. Da kann man Vorräte lagern oder vielleicht auch ein Fahrrad unterbringen. Dabei ist halt dieser Besen, Kabel, Handfeger, eine Stromtrommel und Auffahrkeile. Und wir hatten dann noch dieses rot-weiß gestreifte Schild dabei. Das braucht man für Italien, wenn man da ein Fahrrad hinten drauf hat, muss man das anbinden. Außerdem ist hier noch Zubehör für die Markise. So, die ist wirklich sehr schön. Man sieht, sie kann auch sehr weit runtergehen, aber ich denke, so weit braucht man eigentlich normalerweise gar nicht. So, wenn man sie jetzt rausmachen will, dann sind hier oben die Stangen versteckt. Dann muss man die hier hinten lösen. Zack. Sebastian, zeigt euch das mal. Genau. Und dasselbe auf der anderen Seite natürlich auch. Genau, und da hat man eine schöne Markise. Es bietet sich an, diese Markise immer etwas schräg zu stellen, damit das Wasser besser abläuft, falls mal Feuchtigkeit drauf kommt, auch morgens. Außerdem sind da noch, ist noch eine Mittelstange dabei, die man auch noch normal benutzen sollte. Wir zeigen das jetzt nur, deswegen lassen wir sie weg. Und es sind auch noch Heringe dabei, die man in den Boden machen kann, damit die Stangen wirklich, wirklich, wirklich fest sind. Allerdings ist die Markise trotzdem recht empfindlich und bei Wind sollte man sie nicht ausfahren. Trotzdem eine schöne Sache. Also wir haben sie gebraucht in Italien im Oktober. Bei der DRM ist klassisch dabei, bei diesem Camper, dieser Fahrradträger. Der ist für 4 Fahrräder bis zu 55 Kilo insgesamt ausgelegt. Wenn das nicht reicht, kann man auch noch einen größeren dazu buchen. Muss man sich vorher mal überlegen oder vielleicht mal die Fahrräder zu Hause auswiegen. So. Hier ist die Toilette zum Reinigen. Hier sind die Gasflaschen klassisch dabei. Bei diesem Camper sind 2 Gasflaschen von der DRM. Die müssen auch nicht aufgefüllt werden am Ende der Mietzeit, was natürlich praktisch ist. Außerdem ist dabei auch noch Chemiezeug für die Toilette, was auch echt gut ist. So, und hier ist der Stromanschluss, wenn man dann mal Strom braucht und auf dem Campingplatz steht und nicht frei steht. So, und jetzt zeige ich euch das gute Stück nochmal von innen. Sehr schön erstmal. Die Tür wird hier außen festgemacht, so dass sie nicht wieder auf und zu fliegt. Hier ist ein Mülleimer integriert, der allerdings eine kleine Fehlkonstruktion ist. Und so sieht es aus in diesem wunderschönen Camper. So. Gehen wir erstmal in den vorderen Bereich. Hier haben wir die Sitzecke für 4 Personen. Hier gibt es 2x Beckengurte. Hier drüben vollwertige 3-Punkt-Gurte. Dieser Tisch kann natürlich runtergestellt werden. Und umgewandelt werden das Ganze in ein Bett. Dafür werden dann Seite diese beiden Tischchen noch ausgeklappt. Und dann kommen hier noch Polster drauf. Und dann hat man hier noch ein sehr großes Bett. Die unteren Polster hier können natürlich entfernt werden. So, dann gibt es hier Gardinen natürlich. Viel Stauraum, was uns sehr gut gefallen hat. Wir waren mit 3 Erwachsenen, einem Kind und 2 Hunden unterwegs. Da braucht man Stauraum. Ja, ihr hört richtig, mit Hunden. Die DRM gehört zu den wenigen Camper Vermietung, die tatsächlich anbieten, Hunde mitzunehmen. Kostenlos. Man muss nur ordentlich reinigen natürlich, was wir gestern ordentlich getan haben. Es riecht hier wie in einem Neuwagen. Abgesehen davon sind unsere Hunde natürlich lieb und kratzen nicht und beißen nicht und nagen nichts ab, was selbstverständlich sein sollte, wenn man sowas macht. Aber wir haben die Tiere trotzdem auch niemals alleine im Camper gelassen, weil es
für die Tiere langweilig ist und das auch nicht der Sinn für unseren Urlaub ist. So, hier vorne gibt es natürlich das Fahrercockpit. Die Sessel sind relativ bequem. Armlehnen sind höhenverstellbar, Lenkrad ist höhenverstellbar. In der Mitte gibt es ein Display, da hat man ein Navigationssystem drauf, eine Rückfahrkamera, Radio natürlich. Man kann das total praktisch sein Handy mit Bluetooth verbinden und kann seine eigene Musik darüber streamen, was wir die meiste Zeit gemacht haben. Da vorne gibt es außerdem noch zwei Anschlüsse, USB-Anschlüsse und ja, und einen Kaffeebecherhalter. Viele Stauräume, viel Stauraum, viele Fächer. Hat uns sehr gut gefallen. Was uns gefallen hat, sind diese ganzen kleinen Details, wie zum Beispiel das hier. Das ist der Handyhalter. Hier kann man Handy einbauen. Man kann auch zwei einbauen. Wenn man nur eins hat, muss man das aber hier unten mittig machen. Und dann kommt hier halt das Stromkabel rein. Deswegen macht es Sinn. Aber man kann auch zwei ran festmachen. Die werden dann hiermit fixiert. Genau, hier oben kann man das Parkticket einbauen oder das anbauen oder das Mautticket. So. Dann gibt es hier noch ein Fach für Kram und ist auch noch mal ein USB-Kabelanschluss. Hier unten gibt es noch ein Handschuhfach. Da sind unter anderem die Haken drin für die Markise. An der Seite sind die, das ist unsere Mietunterlagen. Da unten sind Bedienungsanleitungen fürs Fahrzeug. Was ich richtig cool fand, wir sind halt nicht so Camper im Fahren und wir waren sehr begeistert über die Ausstattung des Autos. Man kann zum Beispiel hier zurückschieben. Dann öffnet sich die Markise, also der Schutz. Und dann hat man einen Sichtschutz, besonders für die Nacht. Der ist auch ein bisschen isoliert. Praktisch, einfach, gut durchdacht. Da oben magnetisch angebracht. Wenn man es nicht mehr braucht, einfach wieder einfahren. Und damit Max fixieren. Hier vorne ist natürlich dasselbe. Das ist hier integriert. Kann man dann hochziehen und fixieren. Was haben wir hier noch? Das übliche Abschließen und so weiter und so fort. Was wir auch cool fanden, einfaches Gimmick trotzdem. Das da, das kleine Plastikding an der Ecke, ihr könnt das sehen. Das da ist ein Tickethalter für Parktickets. Wenn man auf dem Campingplatz, auf dem freistehenden Platz ist, manchmal muss man da Parktickets hinterlegen. Und muss die an der Fensterscheibe festmachen. Nur wenn man den Sichtschutz hochzieht, kann man da ja kein Ticket mehr ranmachen. Dafür gibt es dieses praktische Halterding. Einfach rangemacht und jeder kann das Parkticket sehen und man kann trotzdem hier alles zumachen. Des Weiteren gibt es hier natürlich noch einen Vorhang, den kann man schön vorziehen. Der ist sehr gut, der nimmt richtig die Kälte weg, weil hier vorne ist es nicht so gut isoliert wie hinten drin. Und wenn es kalt draußen ist, dann sollte man immer den Vorhang zumachen, weil sonst sehr viel Kälte von vorne nach hinten zieht. Hier oben seht ihr das große Doppelbett mit Fenster zum Aufmachen und Zumachen natürlich, mit Sichtschutz und Moskitonetz. Das Bett ist sehr groß, ich schätze so 1,40 x 2,20 Meter, also echt groß genug auch für große Menschen. Bei uns hat Sebastian mit Karl da oben geschlafen, weil Karl immer da oben unter dem Dach schlafen wollte. Hier oben überall versteckt gibt es auch noch Stauraum, da kann man leichte Sachen rauflegen. Bei uns lagen da zum Beispiel Sonnenhüte und hier natürlich weitere Schränke. Unspektakulär ist nichts drin. Ich zeige es euch trotzdem einmal. Also der Stauraum hat für uns halt klassisch super gut gereicht. Hier zeige ich euch einmal das Fenster. Jedes Fenster ist mit Moskitonetz ausgestattet, was man so runter macht. Zack. Und dann, wenn man dann abends es dunkel haben will, kann man das hier hochziehen und zack, dunkel. Und das funktioniert bei allen. Und es ist wirklich total, wirklich sehr dunkel. Wir haben jeden Tag bis 9 Uhr geschlafen, obwohl es schon ab 7 hell war. Und das soll was heißen. Wenn man die Fenster aufmachen will, macht man das hier. Einfach die Knöpfe reindrücken. Und schon hat man Tag der offenen Tür. Nee, sehr schön. Auch super morgens einmal zum Durchlüften oder allgemein. Gerade wenn man Tiere dabei hat, sollte man sowieso öfter lüften. Jetzt fragt sich der eine oder andere wahrscheinlich, wo haben die Hunde geschlafen? Wir haben zwei sehr große Hunde, Border Collie, Golden Retriever Mischlinge. Die haben beide hier geschlafen. Und nein, natürlich nicht auf der Bank, sondern wir haben extra dieses Modell gewählt, damit wir einen speziellen Hundeplatz haben. Dafür ist sich dieser Platz hier angeboten. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie das aussieht, wenn es umgebaut ist.
So, und dann gibt's noch passend dazu natürlich dieses Kissen. So, wir haben zusätzlich noch die beiden Rückenlehnen abgenommen. So, auf der anderen Seite lassen wir die jetzt mal dran und dann hatten unsere Hunde eine riesen Liegefläche von ungefähr 1,40 Meter mal 90 cm. Auch optimal, wenn man mit Kind unterwegs ist. Oder noch einem kleineren Kind, was dann noch schlafen kann. Wir haben es auch die ganze Zeit so gelassen. Wir haben es natürlich abgedeckt. Wir haben da zwei Decken draufgelegt, die rutschfest waren, damit es auf dem Leder nicht rutscht. Zusätzlich noch eine andere Decke oben drauf. Und dann hatten die Hunde ihren festen Platz. Kommen wir zur nächsten, die Küche. Schön eigentlich, recht groß für so eine Camperküche vor allen Dingen. Hier sind drei Gasplatten mit Selbstzündung. Funktionieren sehr gut. Was wir hier vermisst haben in der Küche, ist ein Haken für Geschirrtücher anzuhängen. Deswegen haben wir uns hier oben an der Glasplatte einfach immer so einen Saugnapf angemacht mit dem Haken. Hier kann man auch das Fenster natürlich aufmachen. Das geht ein bisschen anders als die anderen Fenster. Oh, hier ist es zu, das ist auf. Hier gibt es natürlich auch Moskitonetze, dass man auch gut durchlüften kann, wenn man kocht. Das hier ist zum Zumachen. Aber es gibt hier sogar eine Dunstabzugshaube. Die bringt sogar tatsächlich was. Trotzdem ist es empfohlen, wenn man kocht, noch ein Fenster aufzumachen oder ein Dachfenster. Hier ist das Spülbecken, groß genug zum Abwaschen für alles. Es gibt zwei Schubladen. Und hier unten noch eine Klappe. Hier hinten gibt es noch mehr Platz. Und da unten tatsächlich noch mehr. So. Alles gut gesichert. Kommen wir weiter. Hier drüben gibt es einen Kleiderschrank mit einer Garderobenstange. Groß genug. Unten haben wir die Schuhe reingestellt in der Tasche. Oben Jacken aufgehängt. Hier gibt es noch, haben wir als Vorratsschrank benutzt. Schön groß. Und was natürlich auch dabei ist, der Kühlschrank. Ein recht großer Kühlschrank finden wir. Relativ ein bisschen nicht ganz so tief. Aber für uns groß genug gewesen. Wir haben da richtig viel untergekriegt. Auch Getränke. Und das Gefrierfach ist ein vollwertiges Gefrierfach. Also man kann da wirklich alles reinlegen und es friert wirklich. Und nicht nur wie diese kleinen, die es manchmal in den Hotelzimmern gibt. So, hier hinten kommen wir zum anderen Grund, weshalb wir diesen Camper gewählt haben. Dieses Hochbett. Dieses Hochbett ist praktisch, weil wir waren mit Oma unterwegs. Oma möchte natürlich nicht noch abends irgendeine Leiter hochklettern, deswegen hat Oma einmal hier unten geschlafen. Gemütlich in der Ecke. Sogar mit Fenster, allerdings mit Aussicht auf den Fahrradträger. Hier oben ist das zweite Bett. Auch mit Fenster. Dachluke sogar. Und viel Platz. Hinten verjüngt es sich etwas, aber es ist mehr als groß genug. Was wir hier vermisst haben, es gibt sogar hier Nachttischlampen. Was wir vermisst haben, ist ein Vorhang, um diese Kojen vom Rest des Raums abzutrennen vielleicht. Also wenn man diesen Camper mietet, würde ich empfehlen, vielleicht ein Tuch mitzunehmen oder irgend Ähnliches, was man hier festmachen kann. Hier unter versteckt ist der Rausfallschutz. Äußerst praktisch, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Den kann man hier hochziehen und dann hier oben festmachen. Dasselbe gibt es natürlich auch bei dem Bett oben drüber. So, und hier sieht man mich. Guck. Ein schöner Spiegel. Man will ja auch auf dem Campingplatz nicht ganz bescheuert aussehen. Genau. Nachteil von diesem Bettensystem ist natürlich, dass die Garage natürlich kleiner ist als bei anderen Wohnmobilen. Wir sind trotzdem damit dicke ausgekommen. Ich weiß nicht, was man noch alles da reinlegen kann in die Garage. Für uns hat es mehr als genug gereicht. So, und jetzt ab ins Badezimmer. Das Badezimmer ist klein, aber mit allem ausgestattet. Die Toilette kann man verschieben. Genau, es gibt sogar eine Wasserspülung. Da unten muss aufgemacht werden, wenn man sie benutzen will. Hier ist ein kleines Fach. Haarbürste und Co. Hier oben kann man Sachen verstauen. Da ist noch eine Steckdose für den Föhn, wenn man auf dem Campingplatz zum Beispiel ist. Schöner großer Spiegel.
Hier unten ist noch ein Fach, das wir erst ein bisschen später entdeckt haben tatsächlich. Da kann man auch nochmal richtig was verstauen. Und die Dusche. Ja, und alles, was man braucht. Natürlich ist das hier ein bisschen klein und ein bisschen beengt, wenn man die aufmacht. Aber ich bin ja auch kein Leichtgewicht und schmal. Und ich habe da trotzdem reingepasst und konnte trotzdem relativ bequem duschen. So. Und die andere Seite geht natürlich genauso auf. Ich lasse sie jetzt mal zu, weil das kommt, glaube ich, nicht mehr aufs Bild. Der Family F4 Plus, wir waren insgesamt 2 Wochen damit unterwegs. Wir haben ihn ungefähr vor einem halben Jahr bei der DRM.de gemietet, Deutsche Reisemobile. Ein super Camper, wenn ihr uns fragt. Was uns besonders gefallen hat, weshalb wir bei der DRM gemietet haben, ist, die DRM hat immer neuwertige Fahrzeuge. In der Regel tauschen sie alle Fahrzeuge einmal die Saison aus. Wir haben unseren Camper bekommen, da war er gerade 14.000 Kilometer alt. Also sprich, er ist wahrscheinlich nur dieses Jahr gefahren und nächstes Jahr wird es neuer werden. Finden wir gut, weil das heißt, es gibt wahrscheinlich wenig technische Probleme, keine Ausfälle als beim alten Fahrzeug. Und deshalb war das ein Grund für uns, diesen Camper zu mieten. Zweiter Grund natürlich, man darf hier Hunde mit reinnehmen. Natürlich sollten die Hunde lieb sein, natürlich sollten die Hunde nichts kaputt machen. Und natürlich muss danach ordentlich geputzt werden, aber ich denke, das versteht sich von selbst, weil jeder Hundebesitzer wahrscheinlich sehr froh ist, wenn er seinen Hund mitnehmen darf und dementsprechend auch sich darum kümmert, dass das Fahrzeug auch weiterhin gepflegt bleibt und ordentlich und sauber übergeben wird. Das ist ein absoluter Pluspunkt bei der DRM. Und der dritte Punkt, weshalb wir diesen Camper gemietet haben, sind natürlich auch die absolut mehr als fairen Preise. Wir haben jetzt im Oktober gemietet. Oktober ist hier oben in Schleswig-Holstein oder Hamburg, wie diese Region noch mit reingezogen wird, bei DRM absolute Supersparsaison. Das heißt, wir haben für diesen Camper 89 Euro pro Nacht bezahlt oder pro Tag. An- und Abfahrtstag werden als einen Tag gezählt, was echt ein super Preis ist. Wir waren immerhin zu viert unterwegs, beziehungsweise zu sechs, wenn man die Hunde mitnimmt. Man kann ja auch zu sechs drinnen schlafen, wenn man jetzt vielleicht 2 Erwachsene und 4 Kinder sind. Das ist kein Problem und ich finde, dafür ist es ein super Preis. Dadurch, dass man auch viel frei stehen kann, man ist hier absolut selbstversorgt, kann es ein sehr günstiger Urlaub werden, wenn man sich ein bisschen umguckt. Die passenden Apps für zum freien Stehen und so weiter und so fort empfehlen wir euch nochmal in einem passenden Blogbeitrag. Jo, jetzt nochmal dazu, was hat uns nicht so gut gefallen bei diesem Camper? Wie gesagt, Vorhänge vor den Betten wären toll, vermutlich im Zuge des von Corona oder so, vielleicht wurden sie deshalb abgeschafft, vielleicht gab es auch nie welche, ich weiß es natürlich nicht. Ich empfehle euch, besorgt euch irgendwelche Vorhänge oder welche Tücher, wenn euch das stört. Vor allen Dingen, wenn man mit kleineren Kindern unterwegs ist, die vielleicht abends früher ins Bett gehen und man selber doch nochmal hier sitzen möchte und vielleicht einen Film vom Computer gucken möchte oder sowas. Dann solltet ihr euch irgendwas da überlegen und vielleicht ein Tuch aufhängen oder sowas. Der zweite Punkt, der uns nicht so gut gefallen hat, ist, dass bei der Küche irgendwie Haken fehlen für die Geschirrhandtücher. Wir haben uns Saugnäpfe besorgt mit Haken dran und haben die da aufgehängt in der Zeit. Das funktioniert natürlich auch. Aber nur zur Info, wenn ihr die mietet, nehmt euch Saugnapf mit. Im Badezimmer gibt es nur einen Haken für Handtücher, was wir auch ein bisschen viel wenig fanden bei 4 Leuten. Auch da würden wir es toll finden, wenn es noch einen zweiten Haken gibt. Gut, einen Punkt haben wir noch, den ich auch nicht so schön fand. Und zwar ist es so, ich zeige euch nochmal den Mülleimer. Kommt nochmal mit. Dieser Mülleimer ist halt integriert in die Tür. Da kann die DRM nichts für. Ist aber echt unpraktisch, weil hier in der Mitte sind so Kanten und hier ist auch noch eine scharfe Kante. Wenn man da einen Beutel reindenkt, erstmal fällt er immer rein, weil man ihn hier nirgends fixieren kann. Zweitens ist es, wenn man was da drinnen hat und man nimmt es wieder raus, dann bleibt oftmals der Mülleimer hier an der Kante hängen, die Mülltüte, und zerreißt. Äußerst nervig und umständlich. Was wir euch noch empfehlen würden, hier unten diese Trittstufen, das ist natürlich nicht festgeklebt, weil hier muss auch mal Feuchtigkeit ablaufen, wenn man rein und raus geht. Ist aber auch ein absoluter Schmutzfänger. Sand, Krümel, alles bleibt hier an dieser Kante hängen. Und dann kriegt man das, genau, denn auch hier gibt es das Moskitonetz nicht mehr zu. Sehr umständlich, sehr nervig. Wir empfehlen auf jeden Fall, nehmt euch einen Handstaubsauger mit. Wir haben es nicht getan, wir haben es mit Besen versucht. Reicht nicht, Handstaubsauger muss es sein. Und last but not least, was uns auch nicht so gut gefallen hat, man sieht es hier schon, der gute alte IKEA-Hocker. Dieser Tritt von hier bis nach da ist recht hoch, besonders für ältere Leute, aber auch für Kinder, auch für einen selber. Es ist recht hoch. Viele Campingfahrzeuge, die wir gesehen hatten, hatten hier unten noch so eine Stufe dran, die man ausfahren konnte. Äußerst praktisch. Der Hocker ersetzt bei uns diese Stufe, weil es hier keine gibt. Das ist aber schon eigentlich alles, was wir meckern konnten. Von daher, Daumen hoch.